Holt die Taschentücher raus, hier sind die 5 traumatischsten Todesfälle der Videospielgeschichte. Achtung, Spoiler-Alarm. Lug, Trug und Verrat gehören zum Alltag der Assassinen. Das muss auch Ezio erfahren, als sein Vater für Hochverrat gehängt werden soll. Bis zur letzten Sekunde rechnen wir damit, dass die Cutscene in Gameplay übergeht, damit wir ihn retten können. Doch uns bleibt nichts anderes übrig, als Rache zu schwören. Im Telltale Adventure zu The Walking Dead retten wir als Protagonist Lee die junge Clementine und beschützen sie über 5 Episoden hinweg vor den wandelnden Toten. Schlussendlich ist es Lee, der gebissen wird, und wir stehen vor der Wahl, soll Clementine ihn töten oder fliehen? Ein herzzerreißendes Dilemma. Dass Zombies nicht das einzige Problem während der Apokalypse sind, zeigt The Last of Us. Genau wie Lee übernimmt Joel die Vaterrolle für ein junges Mädchen. 5 Jahre lang beschützt er Ellie, nur um dann brutal vor ihren und unseren Augen von anderen Menschen ermordet zu werden. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich traurig oder wütend bin. Nachdem wir hunderte Spielstunden mit John verbracht haben, müssen wir am Ende von Red Dead Redemption erkennen, dass die Regierung nie vorhatte, ihr Versprechen zu halten. Obwohl er all seine ehemaligen Banditenkollegen für sie zur Strecke gebracht hat, soll nun auch er selbst dran glauben. Nein, ich weine nicht. Ich habe nur ein bisschen Staub im Auge. Der tragischste Videospieltod ist und bleibt der von Aris. Ich will gar nicht darüber reden, so schlimm war das damals für mich. Hört ihr? Meine Stimme zittert schon richtig. Ich erspare uns die traurigen Details und beende die Top 5 an dieser Stelle. Musik.